Daniel Thun, nach der 2:3 Testspielniederlage gegen den SC Verl, Daniel, welche Erkenntnisse ziehst du heute aus den 2x60 Minuten? Ja, wir haben so ein bisschen versucht, aus dem 3-5-2 sehr hoch zu verteidigen, Gegner früh unter Druck zu setzen. Und das hat ihm natürlich sehr, sehr viel Räume gegeben. Und ich glaube, wir haben gerade in den ersten Block und in dem letzten Block sehr viele Torschancen auch zugelassen. Verdientermaßen vielleicht auch in Rückstand geraten, hatten selber noch ein, zwei da liegen. Ja, und dann bin ich natürlich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, weil wir sehr, sehr viel zugelassen haben und nach vorne auch nicht so wirklich stattgefunden haben. Aber es war nochmal so ein Test. Wir haben nochmal ein paar Dinge ausprobiert und ein paar Dinge gesehen, die vielleicht nicht so gehen. Was hat dir gut gefallen heute an dem Test? Ach, was gut. Wenn man es aufs Einzelne runterbricht, dann freue ich mich immer, dass die Verletzten wieder da sind. Wir hatten Cocker jetzt auch wieder auf dem Platz. Das sieht alles schon ein bisschen runder aus. Es ist ganz gut gewesen, dass wir nach 0-2 auch mal wieder zurückgekommen sind, dass wir die zwei Tore gemacht haben. Das nehme ich Positives mit und positiv nehme ich noch mit, dass vielleicht alle meine Ideen dann auch nicht so gut sind, dass ich sie verändern kann und dass die Mannschaft vielleicht dann nochmal ein anderes Bild zeigt und auch ein anderes Gesicht. Weil das, was wir mitgenommen haben, die ersten Viertelstunde haben wir, glaube ich, richtig gut versucht, Fußball zu spielen, aber es war halt unfassbar schwer auf diesem Platz und das hat dem Gegner in den Umschaltmomenten vielleicht deutlich mehr in den Karten gespielt als uns. Das heißt also, schön, Generalprobe vergeigt, die Premiere wird gut. Eine Woche noch bis zum Ligastart. Wo setzt du jetzt die Akzente in der nächsten Woche nochmal im Training? Ja, das ist mir so ein bisschen einfach. Generalprobe natürlich könnte man so hinstellen, dann wird es natürlich dann in der nächsten Woche besser. Aber wir wollen ja alle Fußballspiele gewinnen unterm Strich mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich glaube auch verdientermaßen heute das Spiel verloren. Das geht absolut in Ordnung. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen an unserem defensiven Stabilität arbeiten. Haben gesehen, wo halt jetzt nochmal ein paar Probleme sind. Und jetzt können die Jungs dann nochmal nach der Regeneration morgen Freitag nochmal durchschnaufen. Ja. Und dann geht's all in und dann sehen wir, was wir für Erkenntnisse daraus ziehen und was wir besser machen können noch. Wie sehr kribbelt es schon bei dir? Ja, kribbelt absolut. Gerade, dass es mit einem Heimspiel startet, mit einem Flutlichtspiel. Also die Jungs sind heiß drauf und dann ist auch komplette Vorbereitung Makulatur. Dann bringt es nicht, gegen Sturm Graz sensationell zu spielen, gegen Verl schwach zu spielen. Das spielt keine Rolle mehr, wenn ab 20.30 Uhr Mittwoch der Ball rollt. Dann geht es wieder um Punkte und darauf brennen wir natürlich alle. Und da geht es dann wieder richtig in der Liga zur Sache. Vielen Dank, wir brennen natürlich auch. Danke, Danny.